Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich bin Jibril und ich werde heute zu einem Video reagieren, welches heißt: Muslim wird emotional zwischen Bars und Clubs, ruft er zu Allah. Jemand von unseren Geschwistern hat mir dieses Video beim letzten Video verlinkt und wir werden jetzt einfach mal reinstarten. Ich bitte euch, gut aufzupassen und manchmal redet er ein bisschen schnell. Deswegen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann könnt ihr einfach zwischendurch das Video stoppen. Ich zähle wieder auf 3. 1, 2, 3, let's go. It's 2 weeks before the messenger died. The prophet was sitting with his companions and he became very sad. He said, I yearn. He said, I yearn to meet my brothers and I yearn to meet my sisters. Bilal radiallahu anhu looked to the Prophet and he said, Ya Rasulullah, your brothers and your sisters are here, we're here. And the Prophet looked at all of his companions. He looked at Abu Bakr, Uthman, Ali, the greatest people to walk the face of this earth from this ummah. And he said, you are not my brothers. You're my companions. He said, my brothers and my sisters are those who will come. They will believe in me and they have not seen me. And the Prophet said, I can't wait. I wish I could meet you guys. Now imagine for a second that man who took brotherhood away from his companions and ascribed it to me and you. Wallahi, the Prophet called us his brothers and sisters. Imagine if the Prophet stood right here. Imagine he stood here after Ramadan, 30 days we stood in the last third of the night crying to Allah, saying, Allah, forgive me for my sins. Then literally the next day the Prophet saw us out here free mixing, boys and girls dressed inappropriately, smoking shisha. Wallah, I'm not judging anyone. I'm here just to give you the reminder that Allah told me to give you. But how embarrassed and sad would you feel that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would see you in such a state? Brothers, take yourself, my brothers and sisters, take yourself to the Day of Judgment. On a day when Allah subhanahu wa ta'ala said, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. That Allah said, your mom will run away from you. Rather, you will run from your mom. Wallahi, your mom will smile at you burning in the hellfire. Wallahi, billahi, tallahi, ذَلِكَ يَوْمُ الْحَقِّ. You will see it with these eyes, the same way you see my face today. You will see people whose mothers are smiling and thanking Allah that their sons and daughters are burning in the hellfire because they got saved. The mother got saved because she took some deeds from that son and daughter that wronged the mom. That day your mom won't spare you. On that day, the only man that will look around, the only man who will go around into sajda, he will fall, waiting, crying to Allah so that we can be saved and go to Jannah, is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But I tell you something, wallah, he won't recognize you unless you are from those who prayed. Because the hadith of the Prophet tells us that the Prophet will notice you from the marks of sajda on your foreheads and the marks of wudu on your arms. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam will go to certain people, however. People like us who pray in Ramadan, so we're going to have a few marks of sajda, we're going to have a few parts of wudu on our arms, but we didn't worship Allah like we were supposed to. We are Ramadan Muslims, Eid Muslims, Jummah Muslims. The Prophet will see people like that. The Prophet will go to them to save them. The angels will envelop them and say, Ya Muhammad, stay away. I'm taking these people to the fire. The Prophet will say, they're from my ummah. These people are from my ummah, leave them. The angels will say, Ya Muhammad, you don't know what they did after you left. The Prophet will say, that very same man who cried every night for me and you so we could be saved. But when the day comes where you will meet Allah and whatever has been established, the Prophet will look at you and say, Suhqun, Suhqun, get away from me, take them away from me. But those who prayed, even though our life was difficult, there was fitna all around us, even though people called us to come out to the shisha cafes, to the clubs,
your girlfriend called you, your boyfriend called you, even though that happened, the Prophet will grab those people. He will say, come, come, come. He will save you from the fire, take you to the gates of Jannah, where there is a fountain called Al-Kawthar. He'll dip his hands in. He'll say, drink, drink, drink from my hands. Drink from my hands. Are you okay? Go into paradise. Udkhuluha bisalam. Dhalika yawmul khulud. Enter with peace for eternity, happiness, and never-ending happiness that will never cease, brothers and sisters, and never-ending happiness that will never leave. How? How do you get to that stage? And I'll leave you with this. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a time will come when holding on to my religion, holding on to Islam, will become as difficult as holding on to charcoal. The charcoal that we smoke shisha with. The Prophet said, try and hold on to it. It burns you, let go of it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that's what my religion will become like. Is it not like that today? We come to the masjid, but then the heat of the girls and the guys and the music and the haram, it grabs you, right? So it's hard to hold on to Islam. The Prophet gave you an advice in another hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, be patient and you will drink from my hands at the fountain of Al-Kawthar. Brothers and sisters, wallahi, I don't get paid for this. Wallahi, it's because I love you for the sake of Allah. I came from this life. There is no khair. Please come back to Allah. Please become a person who establishes tawheed, the oneness of Allah in his or her heart. And never, ever, ever forget the prayer. And strive to follow the sunnah of the Prophet. So on that day when you're resurrected, when that day وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, when the trumpet is blown, you will be of those who are saved. Because I tell you one thing, wallahi, it's a day of truth. And you will, every single one of us will see it. And the quote of Ibn al-Qayyim al-Jawziyah suffices for us to leave with. He said, if the Qur'an doesn't soften your hearts in this world, if by you reciting the Qur'an, your hearts do not become soft in this world, he said, then wait to the day of judgment, for when Allah shows you the hellfire, your hearts will become soft. But we have an opportunity to not see that ever. Take the most honorable part of your face, place it as low as you can, 5 times a day. Never forget, and I promise you on that day, everyone will turn their back on you, but Allah will suffice you. So who will come? We're going to make the adhan, inshallah. And I urge you guys to pray with us. Wallahi, we're not trying to upset you. We're not trying to call you to anything dodgy. All we're trying to call you to is tawheed of Allah and sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Is there anyone who would like to give the adhan? And we'll get the reward. Barakallahu feek akhi. Barakallahu feek akhi. Listen to the call of prayer. The Qibla is this way, inshallah. This way. Because I think we need wudu. We need to make wudu. You can make wudu from any one of these places, inshallah. Assalamu alaikum. Barakallahu. Alhamdulillah, akhi, we're from Germany. Ah, mashallah. We came today, subhanAllah, give me a number. Assalamu alaikum. Akhi, the riwayah which you mentioned. Level not your toes. Still a'tadilu. Aziza. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Meine lieben Geschwister, meine lieben Geschwister. Also ich muss euch ehrlich sagen, als ich wirklich erkannt habe, was der Islam wirklich bedeutet, was es wirklich ist, das ist echt kein Spaß, das ist wirklich kein Spiel. Ich meine, die meisten Leute, die sagen, ja, man muss das Leben genießen, man muss das. Geh doch mal zu einem Blinden und sag ihm, genieß dein Leben, so wie ich es genieße. Oder geht doch mal zu einem Menschen, der keine Beine hat und sagt ihm, er soll sein Leben genießen, so wie ich es genieße. Sagt ihm mal, er soll rennen, schnell rennen. Sagt ihm, er soll das Leben genießen. Ich meine, wenn du die Menschen fragst, was ist dein Sinn im Leben, was antworten die meisten? Die meisten antworten, ja, mein Leben genießen. Ja, ich will mein Leben genießen. Ja, die Natur erleben, alles, ja, schön und gut. Aber ist das wirklich alles, dein Leben genießen und du stirbst dann und dann ist einfach fertig? Ist das der Sinn des Lebens? Meine lieben Geschwister, setzt bitte mal einfach euren Verstand ein. Überlegt doch mal. Wenn das alles, dieses Temporäre, wenn das alles nur vorübergehend ist. Ich meine, man kennt's. Ich mache ein Beispiel. Man will das Auto, man will das Auto ums Verrecken. Man hat es und dann ist es schon wieder nicht mehr so viel wert wie vorher. Dann müssen wir doch erkennen, meine lieben Geschwister, dass dieses Leben nicht beständig ist. Und wie gesagt, was ist der Sinn der meisten Menschen im Leben? Das Leben genießen. Jetzt, was heißt Leben genießen? Das ist ja eigentlich nur Konsum. Konsum von was denn? Konsum von neue Kleider kaufen, Drogen konsumieren, all diese Dinge. Das sind alles temporäre Glücksgefühle. Aber das wird euch nicht auf Dauer glücklich machen, meine lieben Geschwister. Ihr merkt es. Es wird euch nie auf Dauer glücklich machen. Was euch wirklich glücklich macht, das ist in euch drin. Und ihr könnt euch das auch so vorstellen. Stellt euch mal vor, diese temporären Glücksgefühle, das ist wie wenn du einen Affen eine Banane in die Hand drückst und der ist für eine Zeit lang zufrieden. Bis er wieder die nächste Banane braucht. Und wieder die nächste. Aber eigentlich sind das nur temporäre Glücksgefühle. Und der Sinn des Lebens eines Muslims besteht darin, sich mit dem ständigen Bemühen für Allah schlussendlich ins Paradies zu kommen. Und das Beste natürlich, das Beste wird nicht mal das Paradies sein. Das Allerbeste wird sein, in den Antlitz Allahs blicken zu können. Das wird das Allerschönste sein, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das ist über unserer Vorstellungskraft. Das können wir uns nicht mal vorstellen, wie schön das ist. Und nicht mal das Paradies. Subhanallah. Jetzt überlegt, der Sinn des Lebens eines Muslims ist es, schlussendlich ins Paradies zu kommen und Allah zu sehen. Und da ewig zu leben. Und das ist wahrlich beständig. Das ist beständig. Und am jüngsten Tag, wie der Bruder gesagt hat, am jüngsten Tag, da kann keiner kommen und sagen, hey, doch, das war ein guter Mensch. Hey, oder doch, ja, der hat gute Dinge getan. Weil da bist nur du und Allah. Du und Gott und niemand anders. Und deine Taten zählen. Das, was du getan hast. Diese guten Sachen und die schlechten Dinge, die du getan hast im Leben sehen und nichts anderes. Und dann wird entschieden, ob man in die Hölle kommt oder ins Paradies. Und nur Allah weiß, wer in die Hölle und wer ins Paradies kommt. Meine lieben Geschwister, aber für mich hat es nie einen Sinn ergeben, ich mache euch nochmal ein Beispiel, für mich hat es nie einen Sinn ergeben, dass zum Beispiel es ein Hitler, der über 6 Millionen unschuldige Menschen umgebracht hat, dass für ihn einfach, wenn er gestorben ist, das Leben zu Ende ist, er einfach nicht mehr existiert. So
sozusagen, oder er ins Paradies kommen würde. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Deswegen gibt es diesen jüngsten Tag, den Tag des Gerichts. Und an diesem Tag wird Allah der beste Richter sein. Und da gibt es kein Entkommen. Und da gibt es keine Ausrede. Und da wird deine Mutter nicht mal da sein können und sagen, doch, doch, er war ein guter Mensch. Nicht mal deine eigene Mutter wird eine gute Tat abgeben wollen an diesem Tag. Meine lieben Geschwister, ich bitte euch, hinterfragt immer alles selber. Ihr habt deinen eigenen Verstand bekommen. Setzt ihn ein und überlegt weise. Und habt Sabr, meine lieben Geschwister. Behaltet immer Geduld, das ist sehr, sehr wichtig. Das halbe Leben ist Geduld, meine lieben Geschwister. Inshallah sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reacten soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare. Und inshallah sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.